Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Wir sind nach wie vor in unserem Versteck, wo wir ja dem Osken das letzte Mal ein paar Wünsche erfüllt haben, die ich persönlich sehr, sehr pervers finde. Aber was soll's, man muss die Aufträge annehmen, die einem gegeben werden in diesem Spiel, damit wir da weiterkommen. So, wir reden mit Osken. Hey Styx, so, did you manage to find Barrowman's secret room? Yes, it's his personal office, and bad news. He's keeping track of you. Haha, don't you worry. It's been a while since I had old Barrowman running in circles, but he's got nothing on me. Oh, you are sadly mistaken. He's found one of your hiding places. The one on the docks? Haha, yes, I know. It's a false trail that I left for him. Blind as I am, I wouldn't survive 2 days in this chaos if I didn't have a bit of brains. Always one step ahead, huh? And here I was worried about you. You should know that in his secret room, there is a system that allows him to listen to all the atrium. Probably built it to listen to you. What? Are you shitting me? And to think that some said that I was too careful. At least I'm not rotting in some dungeon. There's some good to be said for the sewers, don't you think? We got lucky, you mean? In any case, this information is priceless. If I can do something for you, just ask. As it happens, I'd like you to help me to go somewhere. So, my friend, where are you off to this time? In prison. What? This? In prison? It's a bit like stepping into the lion's den, wouldn't you say? When I step into a lion's den, it's to fuck a lion. Now, I got someone to free. Oh, well, it's very honorable of you. Be careful all the same. This is not any old prison. Life expectancy is short, and nobody ever returns. You're sure he's still in one piece, your friend? I'm certain of it. He's in cell 5. If anyone can survive in there, it's him. Oh, yeah? And who is he? Do I know him? It's... damn, this headache. It makes me want to whack myself. And not in a good way. Man, I could really use some amber. But I can't stop now, can I? Listen, if you go in there, you'll see they have laboratory equipment. The best there is. If you could find me a bulb condenser. A what? You got a problem with your bulbs? Man, that's harsh. Try putting a little cream on them. Works for me. A bulb condenser. It's a piece of alchemist's equipment used in distillation. It's made of glass, very fragile, very rare, and worth a fortune. Bulbs made of glass. Worth a fortune. Yeah. I knew that. However, if you bring it back to me in bits, I'll pay you nothing. I'm no novice. Good. Let's go to prison. They're expecting me. Das glaube ich, dass sie dich da erwarten. Ja, also gehen wir wohl in den KNAST, in den Knast, so wie es aussieht. Fertigkeiten haben wir das letzte Mal ja schon gemacht und ich bin jetzt echt gespannt, wer dieser ominöse Gefangene sein soll, denn dass er jetzt plötzlich, wo Osken fragt, Kopfschmerzen bekommt und deswegen keine Antwort entsteht, ist natürlich auch für uns als Spieler gedacht. Davon gehe ich ganz, ganz schwer aus und ich bin echt gespannt, ja, was das für ein Typ ist. Vielleicht ist es ja der Ork aus Of Orcs and Men, aber irgendwie bezweifle ich das. Ich bin echt gespannt, wer das sein soll. Und wir merken, dass eventuell Styx auch in der ganzen Vorgeschichte und in den Zwischensequenzen, wo er ja mehr oder weniger verhört wird, vielleicht ist das alles Teil des Plans. Ich bin mal echt gespannt, wohin die Geschichte führt. Jetzt wird es langsam aber sicher echt interessant. Ja, wir verlassen. Befreiung! Diese nächste Mission. Und ist, bei der wir am Ende gefangen werden. Würde Sinn machen. Now, by the look of these maps, this is the elevator that leads to the prison. The mechanism to activate it shouldn't be far. Let's take a look around. Ah, perfect. Gut, jetzt müssen nur noch wir es erkennen. So, als allererstes gucken wir mal. Oh, da hat schon mal zwei Spezialisten.
Kann ich da oben schon lang gehen? Oh, 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 oh. Ah, guck mal, jetzt können wir. Okay, wir sehen jetzt so ein bisschen die Blickrichtung. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Als allererstes mal den Typen da rein. Und ich glaube, der kommt nämlich hier gleich wieder. Irgendwie habe ich es geahnt. Ja, genau. Irgendwann hat man es dann doch raus. Oh, Moment, der kommt gar nicht zu uns. Der geht darüber. Guck bitte nicht zu uns. So. Und den räumen wir jetzt auch aus dem Weg. Da unten war doch irgendwie so ein Geheimversteck. Vielleicht können wir da nochmal hin. Vielleicht ist es wieder aufgefüllt. Ach nee, ist alles ein bisschen anders. Ich bin nicht an der Stelle, wo ich dachte, dass ich bin. Ich bin irgendwo anders. So, egal. Hier war das letzte Mal der Ausgang zur Kanalisation. Dann bin ich auch ein Fan von dem Gedanken, hier nochmal runter zu gehen. Wir müssen darüber. Das heißt, wir müssen sowieso noch das gesamte verdammte Level durch. Na. Soll es da runtergehen? Schleichen wäre auch mal eine Idee. Oh je. Mhm, okay. Erstmal gucken, wo die sind. Oh, da kommt einer. Wir müssen uns als allererstes mal ganz, ganz kurz mal darüber im Klaren werden, wo wir überhaupt sind. Wo die anderen sind. Was das alles mit uns zu tun hat. Finde ich nicht gut. Der pisst dahin! Oh, ich muss den Klassiker bringen. Leute, die beim Pissen sterben. Oder kurz danach. Der pisst einfach die Burg runter, Leute. So, jetzt machen wir etwas, was er sich verdient hat. Er darf in seinem eigenen Urin landen. Viel Spaß. Ja, ich bin so ein Arsch. Aber es macht Spaß. So, Moment. Oh, oh, oh. Der macht einfach das Licht wieder an. Das finde ich eine Frechheit. Dafür gibt es die Todesstrafe in meinem Land. In Styxland gibt es auf Licht anmachen die Todesstrafe. So, ich habe geurteilt und vollstreckt. Ich bin sowas wie ein Judge Dredd in meinem Land. So, räumen wir dich erstmal da hinten hin. Machen gleich mal wieder das Licht aus. So, fein, fein, fein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen Platz zum Tanzen. Nicht, dass Styx ein guter Tänzer wäre. Glaube ich irgendwie nicht mit diesen tapsigen Füßen, aber es geht ja letzten Endes wie immer um den guten Willen. Man muss es nur versuchen, dann ist alles gut. Ist da auch noch irgendeiner? Keine Ahnung, aber jetzt gucken wir erstmal dieses Versteck, genau. Hier war das Versteck. Und natürlich liegt da wieder eine Münze. Warum auch immer. Ich glaube, hier spielt jemand mit uns irgendwie ein Spielchen, was diese Münzen angeht. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, so. Ah, hier ist jetzt zu. Machen wir hier auch mal Licht zu. Oh. Kommt der jetzt? Also wenn beide kommen, haben wir ein Problem. Oh. Was macht er mit seinem Arm? Hast du vielleicht einen Tennisarm? Oder einen Armbrustarm? Oh, nicht gut. Das ist nicht gut so. Das machen wir dann doch lieber so. Möchte ich mal behaupten. So, die lassen wir auch gleich mal liegen. Ja, ich weiß, ich habe meine Messer verbraucht. Ich kann aber einfach, ich kann, ich, 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 ich,
kann einfach nicht anders. Ich kann dagegen nichts tun. Ich muss einfach. Ich bin doch ein Meister der Schatten, Assassine, Gedöns, bla. Ja. So, Moment. Oh, bin ich froh, dass ich nicht gleich runtergesprungen bin. Bertram is cooped up since yesterday. Ambertram. Come here and fight! Shit, my snuff box! It was a gift from a baron, isn't it? Where is it? Ui, ui, ui. Es war aber gerade eben wirklich ungut. Das hätte echt schief gehen können. Das kann immer noch schief gehen, stelle ich gerade fest. So. Hättest du mal 15 Sekunden länger gewartet, dann würdest du jetzt vielleicht noch leben und ich nicht. So, das Erste, was wir machen, ist jetzt hier das Licht aus. Ich glaube, hier wird auch kein weiterer mehr hochkommen. Ja, diese Stelle kennen wir doch schon. Okay, das ist jetzt so ein bisschen Level-Recycling, aber von der anderen Seite. Zugegebenermaßen, mich stört es nicht. Ich hoffe, es kommt allerdings nicht so oft vor. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Level nochmal durchkauen müssen. Ist da jemand? Oh ja. Ja, so viel dazu. Ich glaube, ich mache am besten gleich mal... Nee, ich kann die Tür nicht zumachen. Ich räume dich einfach mal hier in den Schrank. Das scheint ja sowieso deiner zu sein. Kommt da jemand? Tatsache. Hallo! Und damit ist der auch weg. Dann räumen wir den gleich irgendwo hin. Oh, da kommt noch einer. Kurz mal dahin. Hier ist auch extrem hell. Da ist einer. Mehr sehe ich gerade nicht. Der kommt jetzt in die Richtung. Der hat irgendwas dabei, was man vielleicht klauen kann. Zumindest so aus. Na, oder auch nicht. So. Schnell aufräumen, die Kameraden, bevor sie schimmeln und anfangen zu stinken und dann auf uns aufmerksam machen. So, Nummer 2. Den einen, den lasse ich da liegen, da um die Ecke. Ich glaube, der wird da schon nicht gefunden werden. Hier lieber nochmal Licht ausgemacht. Da war ja irgendwo eine Tür, wenn ich mich recht erinnere. Die wird wahrscheinlich wieder abgeschlossen sein. Nee, ist sie nicht. Und vielleicht hätte ich erstmal durchgucken sollen, bevor ich sie aufmache. Das war so ein bisschen die Naivität. Was soll denn da schon sein, ne? Das ist ein naiver Gedanke. So, Licht da ausgemacht. Und da ebenfalls. So. Das ist das Wichtige, dass wir schon mal jetzt da ein bisschen vorgearbeitet haben, falls wir nachher spontan runter müssen. Und ich hoffe, dass da nicht irgendwie so ein Spaßvogel vorbeigeht und uns da einen Strich durch die Rechnung macht und dann gleich wieder Licht anmacht. Denn so haben wir ja schließlich nicht gewettet. Ups. Oh oh. Na 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 na. Jetzt guckt er zu uns. Finde ich aber gar nicht nett. Dreh dich um. Danke. Und nochmal danke für Ihre Kooperation in dieser äußerst brenzlichen Situation für meine einer. So. Das Tragische ist, hier braucht dich keiner. Aber da unten wirst du dringend gebraucht, habe ich gehört. Mich ratten wollen, dringend dein Fleisch essen oder so. Bösartiger Zynismus. Ja, die Natur nimmt, was sie kriegt. Und die Ratten sind definitiv ein Teil der Natur, auch wenn sie häufiger in Städten anzutreffen sind. Oh, ein Messerli. Das ist ja wunderschön, ein Messerli. Da waren wir schon. Da unten.
Ah, das ist der Teil, wo wir rumgelaufen sind. Sand haben wir wieder noch und nöcher. Oh. Kommt der hoch oder bleibt er da? So, wenn er da bleibt und der da schläft, dann ist es in dem Fall leichter als beim letzten Mal. Weil der eine, der da gestanden hat, der war ja mal wirklich lame damals. Weißt du was? Auch du wirst da unten dringend gebraucht. Warum sollte ich Leichen irgendwie in Kisten verschwinden lassen, wenn ich sie so verschwinden lassen kann? Wir haben da so ein riesiges Loch. Mit einem unfassbaren Fassungsvermögen. Warum sollte ich Leichen in Kisten verschwinden lassen? Dieses Loch scheint extrem hungrig zu sein. Auf jeden Fall passt immer mehr rein. Es endet quasi nicht, was man da reintun kann. Das macht dieses, ja, diese Möglichkeit, diese diese Entsorgungsmöglichkeit so unglaublich praktisch. Hat der mich nur geahnt oder hat er mich gesehen? Ich glaube, das müsste gehen so. Nummer 1. Und Nummer 2. Also das mit den Schlafenden macht die Sache teilweise sehr, sehr einfach. So, da drüben sind noch welche. Wir räumen jetzt aber als allererstes... Oh. Oh, 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 oh. Genau, die Wache steht da bloß. Alles ist gut. Das war gerade kritisch. So, bringen wir dich auch noch ganz kurz weg, wo du keinen störst. Ich weiß ganz genau, wo du niemanden stören wirst. Da unten. Hui, da fällt sogar sein Armbrustköcher separat nach unten. Okay. Der glaubt, was gesehen zu haben. Was auch immer der glauben mag. Ich will ihm ja in seinen Glauben nicht reinreden, aber in dem Fall hat er sich geirrt. Würden Sie einfach mal sich verpissen? Das wäre echt nett. Ich würde Sie auch gar nicht vermissen, würden Sie sich verpissen. Jetzt ist guter Rat teuer, jetzt hätte ich gern ein Messer. Geht der auch mal? Scheinbar nicht. Ich bin schon wieder gesehen worden. Gott, hat er eine weite Sichtweite. Ich glaube nicht, dass ich das packe. Ein Sprung darüber. Das ist echt kritisch jetzt. Das gefällt mir so nicht. Der steht die ganze Zeit da. Da haben wir keine Chance. Das heißt, da müssen wir jetzt anders vorgehen, um in die Bude reinzukommen. Da müssen wir jetzt mit den beiden hier irgendwie verhandeln. Und mal sehen, wie verhandlungsbereit die sind. Solange der da rumsteht. Haben wir mehr Zeit. So, sehr gut. So, jetzt tun wir sie mal wie Zwillinge hier auftrapieren. Einfach mal nur so, dass wir mal was anderes mit den lustigen Kameraden machen. Und dass nicht immer das gleiche passiert. So, Händchen halten, sind die beiden im Suff eingeschlafen. Och, guckt euch mal die zwei an. Sind sie nicht goldig? Ja, mehr oder weniger. Licht aus. Und wir springen gar da oben hin. Und schauen mal, ob wir jetzt da drin
diesmal irgendetwas bewegen können. Ich fände es ja total geil. Oh, da ist einer. Da ist der andere. Es sind drei an der Zahl diesmal hier. Wenn der da rumsteht. Der andere muss sich erstmal woanders hin bewegen. Dann kann ich mir den einen schnappen. Aber den kann ich mir erst schnappen, wenn der sich mal verzieht. Boah. Ich wette, wir müssen da irgendwie rein. Aber solange der da steht, halte ich das für unwahrscheinlich, dass das klappt. Geht der auch mal woanders hin oder läuft jetzt immer im Kreis? Ah, sehr gut. By the heart of the tree. Is someone there or not? So, jetzt haben wir zwar einmal Alarm geschlagen, aber hey, sie werden uns nicht finden. Dieses Risiko war ich bereit, als... Guck mal, wie nervös er hin und her rennt. Tja, hier erwischen sie uns nicht. Dieses Loch hier, das wurde extra eingebaut. Genau, glaube ich, für so eine Aktion. Der eine geht schon wieder hoch. Ist dementsprechend schon wieder tiefenentspannt. Wenn der jetzt nochmal herkommt, dann haben wir ihn. Der andere sieht's nicht mal. Wie geil ist das denn? Hallo. Das glaube ich nicht, dass du mich findest. Ey, die Stelle, die ist einfach so exploit-lame. Anders kann man es nicht sagen. Das ist so lame an der Stelle. Na, kommst du nochmal her? Schnucki-Putzi. Ja, ich bin weggelaufen, aber nicht so weit, wie du denkst. Denn da bin ich schon. Oh ja, diese Hirnis. So, und jetzt gehen wir noch zum letzten da oben. Der hat's nicht mal gehört, der da hinten. Ey, diese Adligen sind total nutzlos. Der hat ja was, was wir klauen können. Diesmal haben wir sogar noch geklaut, bevor wir ihn ermorden. Okay. Es waren tatsächlich sogar 5 Leute hier oben. Das macht die Sache hier oben jetzt wirklich hart. Aber wir haben es geschafft. Ich möchte mal behaupten, es ist Zeit zu speichern. Was? Wir haben die maximale Anzahl an Speicherständen. Okay, das heißt, wir müssen anfangen, die ersten zu überschreiben. Das ist ja hardcore. Aber liebe Leute, das mache ich erst in der nächsten Folge oder jetzt zwischen den Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein hier bei Styx, Master of Shadows. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.